herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Diesmal an außergewöhnlichem Ort, zum ersten Mal, zumindest soweit ich mich erinnern kann, ist der VfL Bochum hier bei Thiemaier an der Ümminger Straße zu Gast. Ich bedanke mich für euer Erscheinen und möchte, bevor ich hier die einzelnen Teilnehmer vorstelle, natürlich dem Hausherrn erstmal gerne das Wort erteilen. Herr Scholkowski, wenn Sie so nett wären und mal die Hintergründe erläutern, warum wir uns heute hier zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth treffen. Ja, herzlich willkommen hier in unserem Haus an der Ümminger Straße. Die Thiemaier-Gruppe begrüßt den VfL Bochum und die Pressevertreter. Wir freuen uns, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Warum wir hier sind, es verbindet uns eine jahrelange Beziehung, wo wir gemeinsam in Bochum tätig sind und uns gegenseitig ergänzen und unterstützen. Und somit freuen wir uns, dass wir heute zusammen hier gefunden haben und heute die Pressekonferenz für das nächste Spiel vor Ort durchführen können. Thiemaier, unser Automobilpartner, ist auch zeitgleich Partner des Spieltages morgen gegen Fürth. Ihr habt euch dann so ein bisschen was Besonderes unter anderem für die Halbzeit auch einfallen lassen. Können Sie das in ein, zwei Sätzen erläutern? Ja, ich glaube, Philipp, kannst du mir da weiterhelfen? Ich glaube, du bist da morgen mit dabei. Geht um Torschussübungen, ne? So, soweit kann ich das schon auflösen. Richtig, genau. In der Halbzeit 5 Schüsse sind es, soweit ich richtig informiert bin. Ne? Und aus durchaus anspruchsvoller Entfernung muss getroffen werden. Den Preis lösen wir dann morgen auf. Bewerbungsfrist dementsprechend schon abgelaufen. Kandidat ist schon heiß und im Trainingslager sozusagen. Ja, auf jeden Fall gut. Wird eine sehr, sehr schöne Geschichte morgen. So, das war's an Vorrede. An meiner Seite Sportvorstand Christian Hochstetter, Cheftrainer Jens Rasiewski und fürs Spiel, das ist für die Medienvertreter mit Sicherheit wichtig, haben wir bis dato 9.300 Karten abgesetzt. Es ist die handelsübliche Samstags-Sonntags-Problematik, so nenne ich sie ganz gerne mal, dass wir schon Schwierigkeiten haben, da so ein bisschen die fünfte Stelle vor dem Komma zu erklimmen. Aber auch das wird uns morgen mit Sicherheit gelingen. So, genug der Vorrede von meiner Seite aus. Es werden Fragen an die beiden oder an alle drei gegebenenfalls sogar erwartet. Wenn das der Fall ist, kurzes Handzeichen, dann komme ich wahrscheinlich mal eben kurz rum und reiche das Handmikrofon weiter. Hm? Das ist ein Service. Philipp Rentsch macht den Anfang. Ja, zwei Wochen Länderspielpause liegen jetzt hinter dem VfL Bochum. Frage direkt an den Trainer. Wie konnte man die Pause nutzen, um weiter an gewissen Dingen zu arbeiten, vielleicht auch Defizite zu beheben? Ja, ich finde insgesamt ganz gut. Wir sind ganz gut durchgekommen. Wir haben ja auch ein paar Testspiele gehabt in der Woche davor. In dieser Woche nochmal Möglichkeit gehabt, ein paar Tage zu trainieren. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wer macht weiter? Sonst stelle ich nochmal direkt eine Anschlussfrage. Wie schaut es denn personell aktuell aus? Eigentlich ja recht gut. Tim Hoogland war wieder im Training. Ist der vielleicht schon Kandidat für morgen oder noch nicht? Und wie schaut es bei den anderen aus, die zuletzt mal angeschlagen waren oder erst wieder ins Training zurückgekommen sind? Ich denke da so an Sydney Sam oder Vitali Janelt. Insgesamt schaut es gut aus. Leider hat sich der Thomas Eisfeld gestern verletzt. Der wird ausfallen fürs Wochenende. Ansonsten bin ich eigentlich sehr glücklich, dass der Trainingsplatz voll ist und auch Robbie gut zurückgekommen ist aus Australien. Und Tim hat auch seine Verletzungen so gut überstanden und auch sehr gut trainiert in dieser Woche. Von daher wird er auf jeden Fall zum Aufgebot zählen. Ich kann ja schon gleich reinrätschen. Was hat der Thomas Eisfeld? Weil die Frage wird mit Sicherheit dann gleich kommen. Die Diagnose ist noch nicht gestellt. Gut. Günther Pohl wollte erst und dann Michael Eckert. Jens, ist aufgefallen, dass du bei diesem Geheimspiel in Dortmund doch auf deine Stammspieler zurückgegriffen hast, dann aber die weitgehend rausgelassen hat. Das hat sicherlich in Holland mit dem Kunstrasen zu tun gehabt. Aber auch sonst war es dir wichtiger, die im Training voll belasten zu können, als die gegen zum Beispiel bei dem Kreisligisten Westerfeld oder spielen zu lassen. Ja gut, wir haben uns Gedanken gemacht, wie die in den 10 Tagen konnten wir jetzt eigentlich noch mal ein paar Akzente setzen im körperlichen Bereich. Und ein Ziel war auch, dass wir natürlich auch verletzungsmäßig durchkommen, weil das ja große Auswirkungen dann hat auch für die letzten 4 Wochen der Saison.
so diesen Spagat dazwischen hinzubekommen, das war das Ziel. Leider ist der Thomas jetzt ausgefallen, aber ansonsten ist der Trainingsplatz eigentlich gut gefüllt. So dass ich hoffe, dass alle jetzt noch zu ihrer Form finden zum Ende des Jahres. Ich habe heute gelesen, dass die A-Jugend in Bielefeld in Bestbesetzung spielen kann. Bedeutet das, dass Tom Bark wieder gesund ist? Nein, Tom wird auch länger ausfallen. Wie lang, weiß ich noch nicht genau, aber er ist jetzt aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen und ihm geht es auch soweit wieder ganz gut, darf aber aktuell noch keinen Sport machen. Jens, du hast es schon angedeutet, in Bochum interessiert, er ist glücklich zurückgekommen, aber in Bochum interessiert ja vor allem die K-Frage im Moment, also die große Frage. Wenn er glücklich und gut zurückgekommen ist, hat er trainieren können und kommt er überhaupt in Frage, sogar für einen Startelf-Einsatz? Gut, er hat heute trainieren können, das war positiv, weil bevor er gefahren ist, hat er bei uns nicht trainieren können und wir sind eigentlich ganz froh, dass die Australier ihn da auch so gut gepflegt haben, dass er auch zum Einsatz kam und seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die WM-Quali erreicht wurde. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass er, ich glaube, ganz positiv zurückgekommen ist und auch für morgen auf jeden Fall ein Faktor sein kann. Ich möchte noch mal nachfragen, bei Bark, gibt es da eine Diagnose oder ist die geheim, oder weil es ist sehr ruhig geworden um unseren Nationalspieler? Also er ist beim Testspiel ja auf den Kunstrasen so aus 1,50 Meter Höhe mit dem Rücken auf den Boden gefallen und da musste jetzt alles erst untersucht werden, ob die Lunge in Ordnung ist und so weiter. Also es ist wohl nur eine Prellung, die sie jetzt ausheilen muss. Aber die halt sehr unangenehm ist und sehr schmerzhaft, vor allem im Brust- und Lendenwirbelbereich. Auch Frage an den Trainer. Nach dem Spiel gegen Kaiserslautern haben Sie das schon angedeutet, die Länderspielpause wollten Sie auch dazu nutzen. Wie kann man Torchancen kreieren, wie kann man sie da nutzen? Inwieweit konnte man da auch nochmal einen Schwerpunkt in der Pause jetzt legen? Und wie sah das vielleicht auch konkret aus? Klar, ich habe ja gesagt, nach dem Kaiserslautern-Spiel, dass das ein wesentlicher Schwerpunkt ist. Spiel im letzten Drittel und Torchancen. Und haben dann schon zumindest die Prinzipien mit der Mannschaft mal erarbeiten können, da in Ruhe auch drüber sprechen, das vergleichen mit den Szenen, die sich bisher so ergeben haben und damit wir auch da einen Schritt weiterkommen. Vitali Janelt, wie geht's dem, was macht der, steht der zur Verfügung? Dem ging's auch jetzt Anfang der Woche nicht so gut, aber steht auch zur Verfügung für morgen. Hat der VfL Bochum morgen Heimspiel, wenn man so ein bisschen auf die Statistik schaut, dann oder sich auch die Spiele nochmal in Erinnerung ruft, dann sah es zu Hause ganz gut aus für den VfL bislang in dieser Saison. Inwieweit kann das auch morgen ein Vorteil sein? Ja, ich finde, Heimspiel muss immer ein Vorteil sein. Und die letzten Spiele zu Hause waren ja auch sehr gut. Von daher gilt es auch, das in die Köpfe zu bekommen der Spieler. Und dass man da an die Leistungen jetzt Düsseldorf und auch Sandhausen, zumindest die ich jetzt so sehen kann, dass man daran anknüpft und vielleicht sogar die Sache noch ein bisschen verbessert. Was kommt da für ein Gegner auf euch zu, Jens? Ja, ein Gegner, bei dem bisher die Saison auch nicht rund verlaufen ist, die sicherlich kompakt als Mannschaft auftreten wollen, die sehr gut in Standardsituationen sind, aber auch in gewissen Bereichen auch noch nicht ihren Rhythmus so gefunden haben. Nochmal, damit der Sportvorstand nicht ganz umsonst durch den Bochumer Feierabendverkehr gefahren ist, auch noch Frage an Sie. Haben Sie schon Feierabend? Bitte? Haben Sie schon Feierabend? Nee.
Aktuell steht der VfL Bochum auf Tabellenplatz 14. Nach 13 Spieltagen hat die Tabelle doch eine gewisse Aussagekraft. Gibt es da vielleicht auch eine Zielsetzung bis zum Winter oder vielleicht auch schon darüber hinaus, dass Sie sagen, da wollen wir mindestens noch hin, weil es sind ja zum Beispiel zu Platz 6 nur in Anführungsstrichen 4 Punkte. Wo schauen Sie gerade hin auf der Tabelle oder schauen Sie gar nicht auf die Tabelle? Selten. Ich gucke selten auf die Tabelle, weil ich glaube, dass die Tabelle grundsätzlich nie lügt. Aber wenn ich drauf gucke, gucke ich meistens nach oben, nicht nach unten. Und natürlich ist es doch klar, wir haben jetzt noch 5 Spiele, glaube ich, ne? Mit St. Pauli. Wir haben noch 5 Spiele. Da wollen wir das Maximale rausholen. Man will jedes Spiel gewinnen, aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch morgen bei unserem Heimspiel unsere Heimspielstärke, die wir zweifelsohne jetzt auch an den Tag gelegt haben, behalten und dann auch mit einem positiven Ergebnis in die letzten 4 Wochen gehen. Aber jetzt zu sagen, wir sind hinter den Erwartungen zurück, die wir uns vor der Saison gesetzt haben, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist so, aber wir müssen eben auch nehmen, wie es im Moment ist und müssen das Beste daraus machen. Darum geht es jetzt. Michael Eckert hat noch eine Frage. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen dran anschließen. Hat es denn, abgesehen von den Ergebnissen bisher, gibt es ja auch immer Fingerzeige, auch für den Sportvorstand, für Manager, für die sportliche Leitung, was man noch korrigieren muss und tun muss, vielleicht in der Winterpause. Haben Sie da schon einen Zettel voll? Ideen habe ich schon, ja, aber die werde ich sicherlich nicht hier äußern. Das hat jetzt nicht nur mit Personal zu tun, sondern grundsätzlich stehen ja noch ein paar Entscheidungen an, die wir in den nächsten 4-5 Wochen treffen müssen und auch werden. Aber wir werden bis zum Winter sicherlich noch das ein oder andere auf unseren Zettel bekommen, was wir vielleicht im Moment, wo wir noch nicht so richtig dran denken. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass wir im Winter uns hinsetzen müssen und natürlich eine Analyse betreiben müssen, warum, wieso und weshalb wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Vielleicht stehen wir im Winter woanders, hoffentlich in einer anderen Tabellenregion, und dann wird es vielleicht dann für die Rückrunde ein bisschen leichter. Aber ich bin, wie gesagt, kein Hellseher. Ich kann das nicht im Moment voraussehen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreich sind, sodass es ein bisschen ruhiger wird. Wir haben jetzt doch 4-5 Wochen hinter uns, die sehr turbulent und hektisch waren. Und wir müssen zusehen, gerade in der Vereinsführung, dass wir wieder Ruhe in den Verein reinkriegen. Das ist für meine Begriffe oberstes Ziel. Günther hat noch eine Anschlussfrage. Christian, es gibt ja Spieler, die wir geholt haben mit großen Hoffnungen. Ich nenne jetzt mal einen, der ist da nicht alleine, aber vielleicht stellvertretend, der von seinem Können her ein überragender Fußballer ist, wie Daniel Suarez, der aber bisher weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Hast du da eine Erklärung für, wird das so weit führen? Oder weil es ist so ein Phänomen, dass ein Spieler, der eigentlich eine Menge hat von dem, was man eigentlich in der zweiten Liga einen von den anderen unterscheiden sollte, dass der beim VfL noch nicht die Rolle spielt, die man vielleicht erwartet hat? Das unterschreibe ich dir nicht, Günther. Da unterscheiden wir beide uns schon eklatant. Ich finde, dass Danilo, das darf man ja nicht vergessen, der hat 2,5 Jahre kein Spiel gemacht und ist zu uns gekommen und hat sehr, sehr gut angefangen, und aus der Erfahrung heraus weiß man auch, dass Spieler, die länger nicht gespielt haben, auch in eine Phase kommen, wo es mal nicht so läuft, wo die Kräfte vielleicht ein bisschen nachlassen. Ich glaube, dass er trotzdem mit Jens einen Trainer hat, der das sehr gut steuert. Und von der Seite her bin ich, muss ich ganz offen sagen, mit dem, was Danilo bis jetzt gezeigt hat, in der Gesamtheit nicht unzufrieden. Sicherlich in dem einen oder anderen Spiel hat er ein bisschen leichtsinniger gespielt, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist er für uns schon eine Bereicherung in dieser Saison. Vielleicht können wir dann von Danilo auf Sydney kommen. Sieht das, ich habe das neulich geschrieben, sieht das so ähnlich aus? Ich meine, der hat ja, ich glaube, 3 Jahre hinter sich mit relativ wenig Einsätzen. Ja, das ist fast identisch. Ne? Die Tatsache ist, dass Sydney natürlich, ich glaube, in Darmstadt von 17 Einsätzen 15 hatte,
genau weiß ich jetzt nicht, aber oder 13 hatte. Also der hat in der Rückrunde in Darmstadt ja erste Liga gespielt, von der Seite hat er deutlich mehr Rhythmus gehabt. Aber er hat ja da auch 2,5 Jahre davor nicht gespielt, hat dann hier angefangen, im Grunde genommen. Und er hat sich jetzt wieder, jetzt wo er drin war gegen Paderborn, dann auch direkt verletzt. Es waren wieder 3 Wochen Zeit, wo er eben nicht so mit der Mannschaft trainieren konnte. Aber ich glaube schon, dass bei beiden noch Luft nach oben ist. Also da bin ich mir sicher. Weitere Fragen zu Personal, Aufstellung, Taktik oder noch zu den neuesten VW-Preisen beispielsweise? Also da haben wir auf jeden Fall einen Fachmann da, Herr Pschorkowski. Es scheint so, als wären keine weiteren Fragen da. Wir bedanken uns recht herzlich für die Gastfreundschaft, die wir hier genießen dürfen. Sie wissen, wenn das morgen siegreich für uns ausgeht, sehen wir uns wahrscheinlich schon bald hier wieder. Erfolgsorientierte Rituale, weiß man nicht so genau. Besten Dank für Ihr Erscheinen. Wir sehen uns morgen im Stadion.